So, Alex wollte uns heute noch was kredenzen über Machtstrukturen in der Gesellschaft, hat er sich Gedanken gemacht. Genau. Ich möchte einmal die Machtstrukturen beleuchten, in denen wir hier leben. Es ist vieles in unserer Gesellschaft, was wir einfach so hinnehmen und es gar nicht mehr hinterfragen, was schon Jahrzehnte, Jahrhunderte so ist. Und ich möchte die Machtstrukturen heute in den Fokus rücken. Ihr könnt euch den Busfahrer zum Beispiel angucken, der hat in seinem Bus das Sagen. Ihr könnt euch die Kassierer in eurem Supermarkt um die Ecke angucken. Die haben dort gewisse Befugnis, sind natürlich auch untergeordnet unter den Filialleiter. Der Filialleiter hat vielleicht irgendeiner Regionalmanagerin Rechenschaft zu leisten und diese Regionalmanagerin hat dann wiederum vielleicht der Unternehmensführung sich zu rechtfertigen. Und die Frage ist, wie gut funktioniert das überhaupt? Das ist ja so eine Art Pyramidenstruktur, eine Hierarchie, wo es verschiedene Ebenen gibt. Wie gut funktioniert diese Struktur? Wir haben sie ja überall. Also ich führe das mal auf, das Militär ganz voran, daher stammt die ganze Geschichte. Es gibt Parteien, es gibt Vereine und selbst die Kirchen sind hierarchisch organisiert. Als Vorteil wird oft genannt, dass solche Machtpyramiden einfach und konsequent ausgerichtet werden können. Das heißt, der ganze Apparat kann durch einen Befehl von oben koordiniert werden. Das heißt, die Konzernleitung, dieses Supermarkt beschließt zum Beispiel, die Ordnung der Regale zu ändern und zack, ist deutschlandweit das Regalkonzept von Penny verändert. Gucken wir uns das einmal an, sehen wir, dass der Nachteil ist, ganz viele Leute, die davon betroffen sind, dürfen daran gar nicht mitentscheiden, wie in Penny die Regale stehen. Die Leute, die Regale einräumen, die Wissen dazu hätten, entscheiden nicht mit. Die Kassierer entscheiden nicht mit. Der Kunde entscheidet nicht mit. Das ist eine Gefahr oder ist ein Konzept, wo einfach ganz viele Leute übergangen werden. Es ist einfach, Macht wird dort ausgeübt. Und das ist auch eine Frage der Zentralisierung. Also die Entscheidung kommt von oben. Wenn da jemand null entscheidet, dann ist deutschlandweit das Regalkonzept von Penny vielleicht null. Oder wichtigere Sachen, die dann schlimmere Auswirkungen haben. Also das ist jetzt die Gleichschaltung. Aber auch die Fremdbestimmung. Ich weiß nicht, wenn du angestellt bist, dann wirst du am eigenen Leib spüren, wie dir jemand anders sagt, was du zu tun hast. Das kann gut sein, wenn dieserjenige einfach Ahnung hat und es gut meint, aber es ist oft einfach, hat den Befehlscharakter. Und zum Beispiel der Regaleinräumer, um auf den Supermarkt zurückzukommen, kann nicht entscheiden, wie die Regale zu stehen haben, was er wohin räumen soll. Er hat seine Anordnung. Was sind die Konsequenzen davon? Man sieht, diese Leute sind überhaupt nicht motiviert dabei. Ich bin nicht motiviert, wenn ich 8 Stunden, 40 Stunden die Woche immer mein Regal einräumen muss, jemand anders sagt, wie ich es zu tun habe, wann ich es zu tun habe und wie schnell ich es zu tun habe. Also wird das ineffizient. Die Leute sind gar nicht motiviert. Ich bin nicht motiviert, wenn ich nicht frei entscheiden kann, mich einbringen kann, gehört werde und so weiter. Was ist noch ein Nachteil? Jede Hierarchiestufe schafft eine Distanz. Dein Vorgesetzter mag ein super netter Mensch sein. Deine Untergebenen mögen super nette Menschen sein, aber du kannst ihnen nicht auf einer freundschaftlichen Basis begegnen, weil diese Hierarchiestufe eine Distanz darstellt. Wenn ich weiß, dass eine einzelne Person Entscheidungsmacht über meine Tätigkeit hat, erzeugt es ein Ungleichgewicht. Daraus kann wiederum Angst oder Rebellion resultieren. Also vielleicht hast du es mal mitbekommen, wenn deine Untergebenen nicht machen wollen, was du ihnen sagst, dann rebellieren die. Oder vielleicht machen sie es trotzdem, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Aber
wie viele Möglichkeiten gibt es für einen Dialog, für ein Miteinander? Das möchte ich dich mal fragen, dass du da auch vielleicht deine Arbeitssituation kritisch ins Auge fasst. Angst und Rebellion sind an dieser Stelle Gift für die Beziehung. Sowas kann halt den nettesten Vorgesetzten und die nettesten Untergebenen einfach aufeinander hetzen. Das ist meine These jetzt dabei. Das muss so nicht sein. Ich habe hier noch Trägheit stehen. Also wir betrachten ja das Pyramidensystem, ein hierarchisch geordnetes Unternehmen zum Beispiel. Wenn dort jemand seine Aufgabe nicht nachkommt, wenn dort jemand seine Aufgabe vielleicht gar nicht erfüllt, kann dieses Problem nicht sofort gelöst werden. Vielleicht sind wir im Supermarkt, der Kassierer ist unmotiviert, arbeitet langsam. Bis das der Filialleiter mitbekommt, ist vielleicht schon ein Tag vergangen. Sein anderer Kollege bekommt das mit, kann aber gar nichts unternehmen, hat da gar keine Befugnis, Verantwortung, kümmert ihn vielleicht deswegen auch gar nicht. Bekommt sein Filialleiter das vielleicht mit, ist wieder die hierarchische Distanz zu ihm da, dass er gar nicht offen mit ihm reden kann. Er kann ihm einen Befehl geben, arbeite schneller. Jetzt kann der Betroffene natürlich noch versuchen, sich zu rechtfertigen und es an andere Instanzen weiterzuleiten. Zum Beispiel der Filialleiter könnte sagen, ja, meine Filiale macht so wenig Umsatz, weil meine Kassierer so langsam arbeiten. Oder meine Filiale macht so wenig Umsatz, weil unsere Bezirksmanagerin das total ineffektiv managt. Also es gibt immer die Möglichkeit, in so einer Struktur die Verantwortung an den nächsten Dummen weiterzuleiten, anstatt das große Ganze und die Gemeinschaft zu sehen. Warum betreiben wir so ein System? Ich denke, ihr selbst spürt am eigenen Leibe, wie euch die Arbeit keinen Spaß macht hier und da. Manche glauben auch, Arbeit kann gar keinen Spaß machen. Jetzt müsste man Arbeit definieren, aber ich glaube, Tätigkeit, was zu schaffen, kann Spaß machen. Warum betreiben wir so ein System? Das System kommt aus dem Militär. Dort ist es wichtig, dass Befehle befolgt werden. Dort ist Angst der Motor. Wenn ich nicht gehorche, dann müssen wir alle sterben, dann gehen wir unter, dann wird eine Bedrohung uns vernichten. Wenn ich nicht gehorche, dann bekomme ich kein Gehalt, dann habe ich nichts zu essen. Diese Angst ist der Motor. Ich glaube, das ist ein schlechter Motor. Ich frage mich, ob es nicht möglich ist, einen besseren Motor zu finden. Und ich frage mich, warum wir so lange mit diesem Motor überhaupt leben und warum wir nicht schon längst einen anderen Motor gefunden haben. Ich habe etwas Interessantes gefunden, eine hochaktuelle Schrift, die allerdings schon 2000 Jahre alt ist. Die Bibel hat dazu gesagt, in Markus 10, Vers 42, rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also jetzt unabhängig davon, in welcher Beziehung du zu Jesus stehst, möchte ich dich ermutigen, dich von diesen Worten inspirieren zu lassen. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Ist erstmal komplett das Gegenteil von dem, was wir überhaupt wahrnehmen. Was über uns, um uns herum überhaupt implementiert ist als System. Was bedeutet das für uns konkret? Zum Beispiel in unserem Supermarkt. Das bedeutet, ja, wer die Konzernleitung einer Supermarktkette übernimmt, soll allen Mitarbeitern des Unternehmens dienen. Und der Filialleiter soll also auch den Kassierern dienen. Klingt erstmal komisch, auch die Frage, ob das in dieser Struktur möglich ist. Weil eine Sache ist auch,
Für mich funktioniert die nicht von oben herab und damit auch niemals in einer Pyramidenstruktur. DIN heißt für mich, dass ich mich herunterbeuge. Das heißt, wenn ich Verantwortung habe für ganz viele Menschen, zum Beispiel Rick hat hier viel Verantwortung, übernimmt da für die Mahnwachen, dann dient er uns damit, indem er vieles koordiniert. Und danke an dieser Stelle an dich. Sehr gut. Ja. Aber dieser Dienst ist nur ein Dienst, wenn er auf Augenhöhe stattfindet. Rick ist jetzt nicht jemand, der hier die Befehle erteilt und sagt, der Pavillon muss 2 Zentimeter weiter nach rechts, weil ich das so möchte. Ich hatte die negativen Aspekte dieser Pyramidenstruktur aufgezählt. Ich möchte das nochmal konkret benennen. Das ist die Gleichschaltung gewesen, die Fremdbestimmung, die Distanz, die zwischenmenschliche Distanz und die Trägheit des Systems. Und wenn man jetzt ein System, ein Miteinander aufbaut, das auf Dienen ausgerichtet ist, dann kommt man, wäre es interessant, zum Gegenteil zu kommen. Zu Mitbestimmung, zu Dezentralisierung, zu menschlicher Nähe und zur Spontanität. Das heißt, du bist konkret gefragt, nicht dein Vorgesetzter, sondern du und deine Mitmenschen, dein Nächster quasi. Deine Meinung ist gefragt. Es ist wichtig, dass du mit deinem Nächsten redest. Es muss nicht durch 1000 Instanzen gereicht werden, was zu passieren hat. Es muss niemand ganz oben in Berlin entscheiden, dass wir hier, dass ich hier heute rede. Das hat niemand aus Berlin entschieden, zentral von Lars Mehrholz oder sonst wem. Wir können auch spontan hier reagieren, für uns. Wir können jetzt sagen, oh, es regnet, ja, lass uns mal wo reingehen. Also da wird uns niemand von abhalten. Und so, ja, mache ich Schluss für heute. Nehmt das mal mit. Es kann nicht von heute auf morgen geändert werden, aber wenn ihr das im Herzen tragt, habt ihr hier und da Möglichkeiten, das auch in eurem Miteinander zu implementieren, umzusetzen, dem anderen zu dienen. Und was das konkret heißt, ja, wird sich dann hier und da auch zeigen. Ich danke euch. Danke, Alex.